Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arabischer Musik für Anfänger und Neugierige. Heute geht es um das arabische Tonsystem Makam. Was habt ihr denn gerade gespielt? Das war gerade Semai Bayat. Semai ist eine musikalische Form, sagen wir jetzt wie Sonata in der europäischen klassischen Musik. Und Bayat ist ein arabisches Tonsystem. So ein Tonsystem heißt Makam. Es gibt viele Makams und diese Makams geben der arabischen Musik ihren besonderen Klang. Und diese Makams waren für mich als ein Musiker mit dem europäischen klassischen Hintergrund am Anfang so unheimlich schwierig zu lernen. Aha, und was ist denn eigentlich ein Makam? Ist es wie ein Tonleiter, Dur und Moll? Jein, ich würde sagen, das ist eher wie Kirchmodi. Die arabische Musik hat den Fokus auf Melodie und Rhythmus. Und Harmonie spielt bei uns fast keine Rolle. Das heißt, ein Dreiklang oder ein Akkord kommt fast nie vor. Und wir spielen in Unisono eigentlich. Und um Melodien aufzubauen, braucht man Bausteine, etwas wie Lego-Bausteine, was wir Tetrakorde nennen. Aber Lego-Bausteine sind ja ähnlich, aber unterscheiden sich nach Farbe und Größe. Ja, genau. Ich würde genau so sagen. Die Tetrakorde sind auch sehr ähnlich von der Größe. Sie bestehen normalerweise aus 4 Tönen. Aber welche Töne sind diese? Das macht die Farbe, die musikalische Farbe. Anders, dann haben sie ihren eigenen Charakteristik. Zum Beispiel ein Kurdi-Tetrakord klingt so. Ein Sabah-Tetrakord klingt so. Und ein Hijaz-Tetrakord. Ja, die sind wirklich unterschiedlich. Das merkt man an dem Klang. Zum Beispiel bei den ersten waren so eher traurig, aber der dritte war eher dramatisch. Ja, ich stimme zu. Das war aber keine komplette Makam noch, oder? Nein, um einen ganzen Makam zu kriegen, soll man mehrere Tetrakorden kombinieren. Mhm. Ich kann Makam Sabah kriegen, wenn ich Tetrakord Sabah und dann Tetrakord Hijaz hintereinander spiele. Zum Beispiel, das war der Sabah, das Hijaz drin, noch ein Hijaz. Und warum klingt es so anders als die europäische Musik? Um das zu erklären, vergleichen wir lieber zwei Instrumente, ein Klavier und ein Kanon. Mhm. Es gibt hier ganz viele Tasten. Jetzt schauen wir auf die zwei. Zwischen den beiden gibt es einen Abstand und dieser Abstand ist ein Ton. In der Mitte von diesem Ton gibt es noch eine Taste und der Abstand zwischen den und den und den und den heißt Halbton. Zwischen D und E haben wir S. In der arabischen Musik aber, es gäbe viel mehrere andere Klänge zwischen diesen zwei Tasten. Sagen wir jetzt, wenn wir einen arabischen Klavier bauen wollten, dann müssten wir zwischen D und E noch 6 anderen Tasten platzieren,
damit wir alle Töne, die in der arabischen Musik existieren, begreifen könnten. Wow, dann was ist anders am Kanun? Dafür haben Cingo und ich ein Beispiel vorbereitet. Cingo, bitte. Schau mal, das kann ich wiederholen. Und das kann ich gar nicht mehr auf dem Klavier spielen, weil es gibt bei mir den Ton gar nicht. Spiel es noch mal kurz. Also der Unterschied ist sehr klein, aber wenn du aufmerksam hörst, dieser Unterschied ist auch schon sehr deutlich. Also der Ton, den Cingo jetzt gerade gespielt hat, liegt irgendwo zwischen diesen beiden Tönen. Deswegen, diese Töne heißen Mikrotöne und diese Mikrotöne geben der arabischen Musik ihre außergewöhnliche Farbe. Also wenn ganz viele Töne gibt, heißt es dann auch noch, dass man unendliche Makamat auf dem Kanun machen kann. Es gibt 8 oder 9 Haupttetrakorden und daraus kann man bis zum 360 Makams aufbauen. 360? Ja. Kommen die alle auch häufig vor? Nein, manche sind eher häufiger als die anderen. Es gibt zum Beispiel der allerwichtigsten meiner Meinung nach ist Rost, was der richtige oder der gerade heißt. Vielleicht, Cingo, kannst du uns ein Taksim auf Rost und ich erkläre das. Ja, ja, das ist der erste Baustein. Rost auf C. Das ist der zweite Baustein, Rast auf G. Jetzt eine Zusammenfassung und ein Schluss. Danke, Cingo. صحت وجدا يا ندام صحت وجدا يا ندام واصلوني ارحموني الليالي الليالي واصلوني ارحموني اني صب في هواكم اني صب في هواكم سلا دمعي شوقي آراما فانصفوا